Show Upgrade mit Tino und Basti. Hallo und herzlich willkommen. Heute machen wir da weiter, wo wir in einer der unserer ersten Sendungen, in einer unserer letzten Sendungen aufgehört haben. Und zwar geht es immer noch um Fotografie. Genau, letztes Mal haben wir euch mal andere Dinge vorgestellt und heute, also iPhoto und Picasa, oh, exakt. Und heute stellen wir euch etwas anderes vor. Bevor wir damit weitermachen, diese Sendung wird euch wie letztes Mal auch schon präsentiert von Smile Software. Vielen Dank an der Stelle. Dazu gleich noch mehr. Worum geht's heute? Ja, heute schauen wir uns nicht wie das letzte Mal iPhoto und Picasa, sondern wir schauen uns heute Aperture 3 an. Aperture ist sozusagen der große Bruder von iPhoto und ist nur erhältlich auf dem Mac. Ja, da gebe ich dir absolut recht. Im Vergleich zu iPhoto und Picasa? Picasa, mir fällt der Name einfach mal nicht ein, ist Aperture eher ein RAW-Entwickler. Genauso wie sein Bruder Lightroom, den es auch zum Beispiel auf Windows gibt. Darum kümmern wir uns aber dann in einer der nächsten Sendungen. Heute geht es wirklich nur um Aperture und jetzt habe ich schon gesagt, es ist ein RAW-Entwickler. Was ist denn ein RAW-Entwickler? Und um das zu kurz zu erklären, gehen wir doch erstmal kurz einen Schritt zurück und... Damit mein Outfit auch besser passt. Natürlich, wir gehen so zurück in die 80er Jahre, da haben wir noch Cowboy-Hüte getragen. Die Fotokameras sahen eigentlich genauso aus wie diese Fotokameras, da hat sich nicht viel geändert so, nur haben wir damals hier keine Chipkarten reingesteckt, sondern es waren noch, man hat sie auch, für ein oder andere wird das jetzt erschreckend sein, Kleinbild-Negative genannt. Und wieso heißt es Kleinbild und warum heißt es Negativ und was passiert da, ist unglaublich spannend. Es ist nämlich so, ein Negativfilm ist in Wirklichkeit mit einer bestimmten Schicht beschichtet und diese Schicht ist weniger lichtdurchlässig, also sind so kleine Kristalle sind im Endeffekt drin und je nachdem wie viele Kristalle da drin sind, desto höher ist die Auflösung und desto lichtempfindlicher ist der Film. So, wenn ich jetzt fotografiert habe, wurde im Endeffekt auf dieses Stückchen, das hier durch den Sucher belichtet wird, also beziehungsweise durch die Linse belichtet wird, fällt dann Licht drauf und durch die verschiedenen Höhen und durch die verschiedenen Lichte außerhalb der Kamera werden dann verschiedene Tiefen erzeugt. Und so wird es dann im Endeffekt auf dem Bild gespeichert und dann fotografiert man den Film durch. So, jetzt hat man im Endeffekt das Bild auf dem Kleinbildfilm gebannt und man muss es danach noch entwickeln. Das ist ein weiterer Schritt. Da kommt zum einen ein Fixierbad zum Einsatz und ein Bleichbad. Und diese Fixierung hat den großen Effekt, dass die lichtdurchlässigeren Punkte weggespült werden und somit verschiedene Schichten auftreten. Und im letzten Schritt wird dann dieses Negativ belichtet. Ja. So extrem kompliziert und funktioniert im Zweifelsfall einfacher, wenn man zum Fachmann geht. Genau. Im Endeffekt basiert es heute natürlich immer noch auf denselben Prinzipien. Wir fangen mit dem Gerät immer noch Photonen ein. Die müssen auch immer noch, verschiedene Farbkanäle müssen da auch noch eingefangen werden, so wie das früher war. Aber wie Tino schon gesagt hat, wir hatten früher Filme, heute haben wir einen Sensor. Genau. Und ein Sensor funktioniert ein bisschen anders als ein Film. Ganz einfach, weil man den Sensor danach nicht in so ein Farbbad wirft. Wir sehen jetzt hier neben mir schon, wie so eine nee, ich habe da ganz nah an so einen Sensor mal rangezoomt. Nicht schlecht. Dann sieht es so aus, auch perfekt im 90 Grad zu Winkel zueinander. So sehen die Sensor... Die löten normalerweise die iPads so genau, wie die gelötet sind, ja, die Sensoren. Ja. Also so... So sehen die einzelnen Pixel von einem Sensor aus. Jetzt werdet ihr euch denken, warum sind denn da vierer Pixelgruppen? Das macht überhaupt keinen Sinn. Ich dachte, das sind immer einzelne Pixel. Also, ein Pixel, ich kann da jetzt natürlich nicht davor fassen, weil der Monitor so weit vorne hängt in Wirklichkeit. Ein Pixel, also ein Farbpixel, das ihr nachher in eurem Bild habt, sind in Wirklichkeit vier solche Einzelpixel, also Subpixel. Einmal ein grüner, einmal ein blauer, noch ein grüner und noch ein roter. Das bedeutet, da fällt jetzt Licht rein und vor jedem dieser einzelnen Pixel ist eine Farbfolie. Sagen wir es mal vereinfacht. Und die eine lässt nur rotes Licht durch, die andere lässt nur blaues Licht durch, die andere lässt nur grünes Licht durch. Und somit haben wir pro Subpixel zum Beispiel jetzt nur die Helligkeit von grünem Licht, nur die Helligkeit von blauem Licht oder die Helligkeit von rotem Licht. Und das ist ein sogenanntes Bayes-Muster oder Bayes oder Bayer. Sucht euch eine Aussprache aus und bleibt dabei. Und so funktioniert das im Endeffekt. Das bedeutet, die Kamera weiß jetzt für jeden Farbkanal, wie viel Licht ist auf diesem einen Punkt reingefallen.
Bei JPEG hat es bisher so funktioniert, die Kamera hat sich das angeschaut, hat es dann direkt interpretiert, hat gesagt, also so viel Licht in grün, so viel Licht in rot, so viel Licht in blau, das bedeutet also folgender Farbwert. Und das ist bei JPEG irgendwie sind das 8 Bit, die insgesamt für die Farbe zu, insgesamt pro Farbkanal verfügbar sind, also 256 Farben pro Farbkanal. Das sind also schon mal nicht ganz so viele Farben. Da ist halt die Qualität dann im Zweifel nicht mehr so gut. Bei RAW ist das anders. RAW ist wirklich die rohen Sensordaten. Das heißt, das Ding in der Datei steckt drin. So, und im allerersten Pixel links oben sind in 10, 12, 14, je nachdem, was die Kamera kann, Bit, also bis zu 6.000, 4.000, ein paar tausend Helligkeitsstufen, ja. Farbe, Licht reingeflossen. Das bedeutet natürlich, ich muss mich kurz mental sammeln, das bedeutet natürlich, ich habe pro Farbkanal schon mal sehr viel mehr Daten und zusätzlich weiß dann die Kamera oder der RAW-Entwickler noch, welcher Pixel welche Farbe ist. Also in Wirklichkeit sind da keine Farbfolien davor. Die Kamera weiß nur, oder vielleicht sind das, ich glaube, das sind sogar Farbfolien davor. Das weiß ich leider nicht. Auf jeden Fall weiß die Kamera dann an die, ja doch, da müssen natürlich Farbfolien davor sein. Die weiß also, ich habe so viel Rot, so viel Grün, so viel Blau. Jetzt kann ich später dann entscheiden, wie viel Rot, ich kann entscheiden, welche Farbe bedeutet denn 837 und 1034 und 960 von den drei verschiedenen Farben, was bedeutet das denn dann in tatsächlicher Farbe? Das bedeutet aber auch, ich muss mich jetzt nicht vorher schon einschränken auf diese 8-Bit, die ein JPEG hat und kann somit mehr Helligkeitsinformationen verarbeiten. Und ich kann mehr Dynamikumfang verarbeiten, als es ein JPEG kann. Das heißt, wenn ich hell-dunkel habe, also großen hell-dunkel-Unterschied habe, dann ist in einem RAW-Bild im Zweifel mehr drin, als in dem runtergestauchten JPEG, weil da halt schon, wie gesagt, rum interpretiert wird. Und das bedeutet, wenn ich in einem Foto was sehr helles und was sehr dunkles habe, muss er das trotzdem beides in dieses 256-Stufen-Spektrum reinpressen. Und da geht halt dann entweder am oberen Ende oder am unteren Ende was verloren. Das heißt, entweder habe ich die hellen Bereiche komplett ausgewaschen, nur noch in weiß, oder die schwarzen Bereiche nur noch in schwarz und da kriege ich nichts mehr raus. Jetzt vielleicht ein bisschen schwierig sich vorzustellen, aber wir haben da was vorbereitet, was ihr jetzt gleich sehen werdet. Aber jetzt machen wir doch mal das Programm auf, um das es heute gehen wird. Schade, ich hätte noch so gerne was erzählt. Naja, gut, egal. Naja, nee, ich mache das Programm mal im Hintergrund einfach mal ein bisschen auf. So, am besten suche ich Aperture. Ja, das Aperture ist dieses lustige Icon, das ausschaut wie eine Linse. Das möchten wir jetzt nicht, sonst gehört uns das nachher mal auf. Was ist denn das überhaupt? Achso, dann schließen wir es nicht an, später entscheiden machen wir also das. Ihr könnt Aperture so einrichten, dass sobald ihr eure Digitalkamera anschließt, Aperture sich automatisch. Genau, ich möchte noch ganz kurz was hinzufügen, was du gerade gesagt hast. Ja, es gibt ja, um dieses Problem mit diesen hellen, also relativ wenig helle Bereiche zu erreichen oder nur bestimmte Anzahl von dunklen Bereichen bedienen zu können bei JPEGs, gibt es die Möglichkeit, HDR-Fotografie zu machen. HDR hat den großen Vorteil, dass die hellen, also es sind im Endeffekt zwei Fotos, einmal wird eher der hellere Bereich belichtet, einmal wird eher der dunklere Bereich belichtet und dann werden diese zwei Bilder übereinander gelegt und dann wird ein Mittelwert gebildet. Das hat also den Vorteil, dass ich mehr Bildinformationen im Endeffekt auf dem einzelnen Bild habe, aber ich habe natürlich nicht den großen Vorteil, den ich bei RAW-Bildern habe, dass ich die dann anschließend bis in ein unendliches Spektrum bearbeiten kann. Es kommt natürlich immer darauf an, wie man die RAWs macht. RAW hat natürlich einen Nachteil, ich kann nicht gleichzeitig zwei Bilder machen. Ich kann also zum Beispiel kein Rennauto mit HDR fotografieren, weil in der Zeit, wo ich die zwei unterschiedlichen Bilder mache, bewegt sich das Ding. Oder wenn ich die Kamera nicht ruhig halte, habe ich da zwei zueinander verschobene Bilder und da funktioniert das nicht mehr so gut. Aber jetzt habe ich hier so ein kleines blaues Ding. Ja, das ist eine Speicherkarte. Also wir haben jetzt hier Aperture geöffnet. Aperture sieht so aus wie die meisten Apps auf dem Mac. Wir haben links eine Leiste, wo Informationen, hier die Mediathek sozusagen, wo wir auch verschiedene Reiter einstellen können. Und wir haben hier noch so ein paar Shortcuts. Was passiert, wenn ich die Speicherkarte reinstecke? Das passiert folgendes. Die Speicherkarte wird direkt erkannt, wenn sie aus einem Fotoapparat kommt. Die wird besonders getaggt und dann wissen wir gleich, wir haben hier die Fotos. Jetzt haben wir hier so ein lustiges Shooting. Die wollen wir natürlich im Zweifel nicht alle importieren, oder? Nö, nur ein paar so. So. Auf jeden Fall die allerletzten, die wir gemacht haben. Genau. Das ist ganz wichtig. Also, machen wir hier Auswahl aufheben. Jetzt gehen wir mal runter. Hier haben wir so ein paar lustige Fotos gemacht. Das ist ja Wahnsinn. Ganz schön viele haben wir da fotografiert. Ja. Nicht schlecht. Ah, hier haben wir die wichtigen Fotos.
Die wichtigen sind die mit dem Oberlippenbart. Ja, genau. Wir haben jetzt hier, wie wir sehen, einmal haben wir die Endung NEF bedeutet so viel wie, dass es ein RAW-Bild ist, und die Endung JPEG ist, dass es ein JPEG-Foto ist. Es gibt natürlich jetzt hier noch viele verschiedene andere Endungen, die erdenkbar sind, zum Beispiel noch TIFF oder was sind die? Winamp, wie heißen die Files von Microsoft, wenn sie bunt sind? Bitmaps. Ja. Also, um kurz zu sagen, NEF ist das RAW-Format von Nikon, CR2 ist das RAW-Format von Canon, ARW ist das RAW-Format von Sony. Also da kocht jeder so ein bisschen sein eigenes Süppchen. Und das heißt, der in Anführungszeichen Nachteil an der Sache ist, wenn ich muss also eine Software haben, die mein spezielles RAW-Format unterstützt. Wenn jetzt also ein Kamerahersteller eine neue Kamera rausbringt, die neue Art von RAW hat, dann kann es sein, dass dies euer RAW-Converter nicht unterstützt oder noch nicht unterstützt. So, ich kann jetzt hier ein neues Projekt auswählen oder ein bereits bestehendes Projekt hier auswählen, und dann kann ich hier dem Projekt natürlich einen neuen Namen geben. Jetzt nenne ich hier das mal einfach Shooting. Kann jetzt hier auch gleich sagen, dass die Duplikate nicht importiert werden, dass hier alles importiert werden soll, nicht nur RAW-Dateien. Das ist wichtig, wenn man mit einem Foto gleich zwei Bilder macht zum Beispiel. Und wir möchten, dass die Daten gleich in der Aperture-Mediathek, auch typisch Apple-User, einfach, man muss sich nicht darum kümmern, wo die Datei liegt. Sie liegt danach in der Mediathek, und da ist sie im Zweifelsfall auch gut aufgehoben. Klick jetzt auf Ausgewählte importieren. Jetzt sind hier die Fotos. Also um das kurz zu erklären, wir haben in der Kamera die Kamera so eingestellt, dass sie zwei Bilder gleichzeitig macht. Einmal das RAW und aus dem RAW gleich noch ein JPEG erzeugt, dass ihr jetzt gleich sehen könnt, warum das einen Unterschied macht. Genau. So, sind jetzt importiert. Ich kann jetzt gleich löschen und die Karte auswerfen. Ich drücke jetzt einfach auf Fertig. Ja, jetzt haben wir hier wieder drei unterschiedliche Gruppen. Hier habe ich zum einen die Mediathek immer noch. Wenn ich das Bild bearbeiten möchte, wechsle ich hier auf Anpassungen. So bekomme ich die Möglichkeit, auf relativ einfache Art und Weise mit Reglern das Bild zu bearbeiten. Und ich habe natürlich die Möglichkeit, wenn es ein RAW-Bild ist, hier noch spezielle Optionen vorzunehmen, die nur bei RAW-Fotos vornehmbar sind. Ja, willst du weitermachen gleich? Wir haben ja gerade über das Thema RAW gesprochen. Ich glaube, die sind jetzt hier in einem Stack zusammengefügt, wenn mich das nicht alles täuscht. Das ist ja schön. Ich weiß gerade gar nicht. Das ist das JPEG. Das sind doch gleichzeitig JPEGs und RAWs, kann das sein? Also wir haben jetzt auf jeden Fall hier an der Stelle das JPEG, und wir haben und dahinter ist direkt noch das RAW. Wir gehen jetzt also mal hin und sagen, leg mir doch mal das RAW als Original fest. So, jetzt hat er hier unten umgeschalten auf das R, sieht man hier auch ganz gut. Und jetzt bearbeite ich mal das RAW so ein bisschen. Ich mache den Tino hier an der Stelle mal ein bisschen größer. Und das Ganze, nein, Fullscreen brauche ich jetzt nicht. So, und jetzt kann ich hier ein bisschen nachbearbeiten. Ich habe jetzt also die volle Möglichkeit, die mir das RAW gibt. Ich kann jetzt also hingehen und sagen, ich korrigiere jetzt die Belichtung ein bisschen nach oben, weil der Tino ist hier ein bisschen dunkel im Original. Ich korrigiere die Belichtung ein bisschen nach oben. Ihr seht schon, wenn ich sie nach unten korrigiere, kommt sehr viel von dem Hintergrund wieder rein. Ich möchte es aber, also wichtiger ist ja erstmal, dass man Tinos Oberlippenbart gut sehen kann. kann ich mir ein bisschen vom Hintergrund zurückholen, allerdings nicht so wahnsinnig viel. Kann jetzt aber noch hier hingehen und mir in den hellen Bereichen ein bisschen mehr herholen. Also ich sehe schon, da müssen wir ein bisschen anders rangehen an der Stelle. Wir gehen also jetzt mit der Belichtung nochmal ein bisschen runter, drehen den Schwarzpunkt ein bisschen zurück und holen ein bisschen mehr Infos aus den Schatten raus. Also das kann man jetzt noch ein bisschen gezielter bearbeiten. Ihr seht jetzt aber schon, man sieht vom Hintergrund was und man sieht vom Vordergrund was. Jetzt schalten wir mal um in das JPEG. Da hat er dieselben Bearbeitungen auch gemacht. Und wie ihr jetzt sehen könnt, also ich kann noch mal kurz zum JPEG zurückschalten. Na komm. JPEG. Und ich kann jetzt da noch mal ziemlich viel nachdrehen. Also kurz gucken. Das ist ja wirklich hübsch geworden. Vielleicht in den Helligkeiten noch mal ein bisschen mehr. Aber ihr seht schon, diese Details, die hier oben an der Stelle zu sehen waren im RAW, die sind hier einfach nicht vorhanden. Und das liegt ganz einfach dran, da hat das JPEG das schon interpretiert und hat einfach gesagt, das ist einfach hell, das ist weiß. Und deswegen ist da auch nur noch weiß im JPEG drin. In dem RAW
sind in dem Hintergrund, also an dieser Stelle hier, auch noch Farbinformationen, wenn auch wenige, vorhanden gewesen, die ich genug verstärken konnte. Und jetzt habe ich beide Informationen. Natürlich ist das jetzt keine schöne Entwicklung, da würde man sich jetzt mehr Zeit geben, um das richtig zu machen. Aber ihr seht schon, was möglich ist mit RAW im Vergleich zu JPEG. Sehr richtig. So, und jetzt machst du nochmal eine andere Fotobearbeitung mit einem Bild, das wir nicht nur zu Demozwecken. Genau. So, ich habe hier noch ein ganz nettes Foto, das der Basti von uns geschossen hat, von Katja und mir. Wer ist denn der Kerl ohne Oberlippenbart? Ja, das ist wahnsinnig gut, wie der ausschaut. So, ich habe die Möglichkeit, wenn ich ein Foto habe, kann ich das natürlich immer bearbeiten. Vielen Dank. Wir hören auf, jetzt hier Blödsinn zu machen. Mr. Frech. Ich habe hier, wie ihr seht, kann ich natürlich jetzt hier, wie der Basti gerade, einfach an den Reglern drehen. Im Zweifelsfall bin ich jetzt nicht so ambitioniert und möchte mich da nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, sondern ich möchte bereits ein paar Voreinstellungen benutzen. Ich habe hier zum Beispiel, kommt Aperture mit schon bestimmten Voreinstellungsmöglichkeiten. Ich kann zum Beispiel, im Zweifelsfall machen wir das mal ganz kurz so. Wir machen hier von einem Duplikat eine Arbeitskopie. Finde ich immer ganz nett für jedermann, der nicht weiß, was ist. Eine Arbeitskopie ist im Endeffekt nur ein Duplikat des Originals, an dem ich jetzt Änderungen vornehmen kann und mein Originalbild bleibt unversehrt. Der Vorteil an der Sache ist, dass da nicht auf eurer Datei eine zweite Datei mit derselben Größe angelegt wird, sondern eine Referenz. Genau, sondern nur eine Referenz. Und alle Änderungen, die ihr in Aperture oder auch später in Lightroom macht, die werden nicht direkt ins Bild reingeschrieben, die sind also nicht destruktiv, die werden also nebenbei in der Datenbank gespeichert und Aperture berechnet, wie das dann aussehen muss. Und erst wenn ihr es exportiert, dann wird das in das exportierte JPEG-TIFF oder was auch immer reingeschrieben. Genau. Ich habe jetzt hier die Möglichkeit, wie ihr seht, das Bild hier noch ein bisschen zu bearbeiten. Das Schöne ist, Aperture macht mir dann direkt eine Vorschau von dem, wie das Bild nach meiner Bearbeitung ausschauen wird. Es gibt hier schon ein paar ganz schöne Motive, die in vielen Fällen auch schon reichen. Ja. Wenn ich jetzt natürlich noch ein bisschen mehr machen möchte, habe ich die Möglichkeit, hier bestimmte Pinsel auszuwählen. Ich kann zum Beispiel hier Weißabgleich und Belichtung, ist schon mal, das ist ganz gut. Und ich möchte jetzt, was weiß ich, hier in das Bild ein bisschen reinzoomen. Oh, reinzoomen geht natürlich im Zweifelsfall. Der Lupe? Auf jeden Fall. Komm, ja, mit der Lupe geht es auf jeden Fall. Aber es geht, geht das nicht mit dem Sternchen? Oh nein, das ist ein Sternchen vergeben, ist auch gut, kann man auch mal machen. Ja, also man würde ja auch normalerweise in das Bild hier reinkommen, wenn man das jetzt wüsste, wie. Ich nehme mal einfach hier die Lupe. Dann kann ich hier sagen, ich möchte jetzt hier, was ich den Bereich meiner Zähne ein bisschen aufhellen, kann dann hier den Pinsel auswählen und kann jetzt hier einfach gehen auf aufhellen, abwählen, genau, aufhellen. Es wird jetzt geladen, jetzt ist der Pinsel ausgewählt, jetzt kann der Basti natürlich im Zweifelsfall das ein bisschen genauer machen. Ich mache die Lupe mal nochmal kurz aus. Und wir können jetzt hier zum Beispiel sagen, er soll die Kanten suchen, dann bleibt er gleich in dem einen Bereich drin, machen das Ganze ein bisschen kleiner. Und jetzt male ich ein bisschen deine Zähne heller. Wahnsinn. Ich habe jetzt glaube ich die Lippe heller gemacht. Ja, eine helle Lippe ist auch nicht also schlecht, wundere, besser wie ein Oberlippenbart. Dass wir hier nicht reinzoomen können. Hallo? Ich zeige euch jetzt eine coole Funktion, die es hier so gibt im Mac OS X. Mal zoomen. Fenster. Zoomen. Das ist ja, macht ja besonders viel Sinn, sage ich jetzt mal. Ja, das ist gut geklappt. Also, ja. Gut. Ja, wie auch immer. Das ist ja. Vielen Dank für deine Hilfe. Das war jetzt natürlich nicht die größte Hilfe, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Also man kann, wie ihr gesehen habt, es gibt die Möglichkeit, ich bearbeite es natürlich noch ein bisschen natürlich in einem ersten Schritt, um dann nachher noch was anderes zu machen. Spielzeugkamera finde ich natürlich unglaublich toll. Es ist schon hübsch, ein bisschen so Camera Plastic, wie man das so schön sagen könnte. Ja, dann sage ich, das Bild ist fertig. Jetzt habe ich die Möglichkeit bei Aperture, genauso wie in vielen anderen Programmen, diese Datei, so dieses Bild, das ich bearbeitet habe, natürlich möchte ich das nicht nur auf meinem Rechner haben, sondern ich möchte es mit anderen Leuten sharen. Die einfachste Möglichkeit ist, die voreingestellten Exporte zu benutzen. Zum einen kann ich es in meine E-Mail direkt anhängen. Ich kann es zu MobileMe beispielsweise exportieren. Ich kann es aber auch gleich auf Facebook hochlegen und ein neues Album anlegen. Was ich hier machen muss, ich müsste mich jetzt hier einmal anmelden. Dann akzeptiere ich die Bestimmungen und habe im Anschluss daran die Möglichkeit, auch ohne weiteren Zwischenschritt die Dateien hier aus Aperture direkt in Facebook hochzuladen und habe dann sogar wie hier meine Ordner
so bestimmte Referenzen. Wenn ich hier mal den Ordner aufmache, sehen wir es bei Mobile Me, so sieht es dann aus. Ich habe hier verschiedene Uploads und dann kann ich die Bilder nicht nur auf Aperture immer anschauen, welche ich hochgeladen habe, sondern auch aus, nicht nur in Facebook hochladen, nicht nur in Facebook anschauen, sondern auch in Aperture. Also was zum Beispiel bei Mobile Me wirklich toll gemacht ist, ich angenommen, ich hätte jetzt da dieselbe Mediathek, aus der ich diese MobileMe-Daten, MobileMe-Alben angelegt habe, dann kann ich jetzt da Bilder reinziehen. Wenn ich die nachträglich dann in meiner Bibliothek verändere, kann ich sagen, aktualisiere mir das doch bitte im Netz. Und das ist wirklich ganz, ganz angenehm. So kann ich also erstmal alles hochschieben und werde dann sagen, da drehe ich noch ein bisschen, da drehe ich noch ein bisschen, dann sieht man nachträglich auch noch die Änderungen. Bevor wir jetzt aber zu dem Plugin kommen, ja. Sprechen wir noch mal kurz über unseren Sponsor, und zwar ist das Smilesoft, wie wir euch schon gesagt hatten. Und heute reden wir über PDF Pen. Ihr seht das hier unten. Findet ihr auf smilesoftware.com/digitalupgrade. Also wenn ihr auf diese URL geht, dann unterstützt ihr uns ein bisschen. Da könnt ihr eine kostenlose Demo runterladen, das ausprobieren. Und jetzt zeige ich euch mal, was PDF Pen kann, und das ist ziemlich cool. Es gibt PDF Pen und PDF Pen Pro. Ich werde euch noch zeigen, wo der Unterschied liegt. Heute schauen wir uns mal PDF Pen an. Also angenommen, ich habe das schon ein paar Mal so gesehen, man bekommt irgendwie ein Formular zugeschickt und dann sagen die, jetzt drucken Sie es doch mal aus, füllen Sie es aus vom Kugelschreiber und faxen Sie es uns zurück oder scannen Sie es ein und schicken Sie es uns per E-Mail zurück. Da könnte ich so einen Hals bekommen. Und genau dieses Problem umgehen wir ganz, ganz easy mit PDF-Pen. Ich habe mal ein sehr professionelles Formular hier vorbereitet, wie ihr sehen könnt. Da werde ich jetzt nach Name und Adresse gefragt. Und ja, ich könnte mir, wie gesagt, ausdrucken, Stift nehmen, reinschreiben. Nee, kannst du schön vergessen. Warum sollte ich das machen, wenn ich das einfach hier per Hand mit PDF-Pen reinschreiben kann? Ich schreibe jetzt also hier meinen Namen rein, schiebe da einfach die Textbox dahin, wo sie hingehört, hole mir noch eine zweite Textbox hier hin, da in der Upgrade Straße 12 in 1337 Upgrading, genau. Sehr klar. Und schon habe ich meine ganzen Daten reingemacht. Und wenn ich die Leute jetzt so ein bisschen ärgern will, dann editiere ich einfach noch ein bisschen ihr Formular, klicke also einfach mal doppelt in Text, der da schon drin steht, und dann sage ich, dann kann ich da satanische Botschaften reinschreiben. Oder irgendwas anderes. Also das könnte man machen, das sollt ihr vielleicht jetzt nicht tun, besonders nicht, wenn es irgendwie um eure Steuerunterlagen oder ähnliches geht. Aber es geht. Also ich kann PDFs, die tatsächlich echten Text enthalten, kann ich nicht nur mit zusätzlichem Text versehen, also beispielsweise Adressen oder Formulare ausfüllen, sondern ich kann tatsächlich dort auch noch Änderungen vornehmen. Es gibt zusätzlich noch eine Bibliothek. Da kann ich mir zum Beispiel Grafiken oder Stencils, was sind das auf Deutsch, so Formen, sage ich jetzt mal, reinfügen. Ich kann mir da aber auch Unterschriften zum Beispiel reinholen. Das heißt, wenn ich jetzt also eine Unterschrift von mir hätte, die ich eingescannt habe oder mit so einem Tablet mir da rein gespeichert habe als Grafik, kann ich da einfach Datei hinzufügen. Und jetzt nehmen wir doch einfach mal an, das wäre jetzt meine Unterschrift. Das hier. Das hier, gut, dann könnte ich das einfach nehmen und hier reinwerfen, na? Und dann hätte ich meine Unterschrift einfach aus der Bibliothek hineingeworfen, muss also nicht mal Dateien suchen und habe also gleich auch noch meinen Vertrag oder mein Formular, das ich da habe, direkt noch unterschrieben. Gehe jetzt also am Schluss einfach auf Sichern, hab's das PDF gesichert, kann es jetzt ausdrucken, kann ein neues PDF draus erstellen, wenn ich das möchte, was auch immer. Und schon habe ich mein Formular ausgefüllt, und auch sonst als PDF-Viewer funktioniert es ganz hervorragend. Also als Standard-PDF-Viewer einstellen, großartig. PDF-Pen kriegt ihr bei Smile Software. Wer sich denkt, was ist denn Smile Software? Das sagt mir irgendwie was. Die hießen früher Smile on my Mac. Jetzt findet ihr sie unter smilesoftware.com. Wenn ihr auf smilesoftware.com/digitalupgrade geht, dann helft ihr uns ein bisschen. Ihr könnt dort, wie schon gesagt, eine Demo runterladen. Und das Ganze mal ausprobieren. Ihr findet das natürlich auch im App Store.
Wie gesagt, ich sage es einfach nochmal, wenn ihr uns helfen wollt, geht auf diese URL. Ja, wer sich jetzt gefragt hat, ja, Mensch, der Basti hat ja gerade vorhin gesagt, da gibt es dann noch eine Pro-Version. Ja, die gibt es tatsächlich, die ist natürlich ein bisschen teurer. Aber die Pro-Version hat einen Riesenvorteil, was jetzt PDF-Pen, die Standardversion, nicht kann. PDF-Pen Pro erlaubt euch auch selber Dokumente zu erstellen. Das heißt, ihr könnt PDF-Dokumente erstellen und diese dann auch verschicken. Also ihr könnt vor allem Formulare erstellen, die, ja, Formulare, weißt du, genau, richtige Formulare, die Leute ausfüllen können. Ohne solche Formulare, die wir kennen, mit, nicht mit so leeren Namensschildern, sondern hier mit echten Boxen, die im Anschluss dann auch bearbeitet werden können. Genau, also macht der andere im Adobe Reader oder im Preview auf und kann sie einfach ausfüllen, am Schluss ausdrucken oder was weiß ich, was wir machen. Das zeigen wir euch aber nochmal genauer. Weil PDF, nein, PDF-Pen, weil es Milo und mein Mac sponsert uns, ja. Vielen Dank. Und wie gesagt, PDF-Pen, awesome. Letztes Mal haben wir euch schon gesagt, TextExpander, awesome. Und Aperture, auch awesome. Ja, extrem awesome. So, kommen wir zurück zur deutschen Sprache. Wir schauen uns nochmal ein paar Plugins an, die es bei Aperture gibt. Ein Plugin, das viele Leute sehr gerne benutzen, ist zum Beispiel Flickr, weil viele ihre Bilder, es ist eine sehr, sehr große Community und viele haben die Möglichkeit, ich spiele nur ein bisschen. Viele haben die Möglichkeit, die Bilder dort mit anderen Leuten auch zu teilen. Aperture kommt direkt mit einer Flickr, mit einem Flickr-Plugin. Gib mir jetzt die Maus. Na gut. Und wenn wir dieses Flickr-Plugin hier mal starten, kann ich hier auf Konfigurieren drücken, dann muss ich es einmal initiieren. Für jeden, der nicht weiß, wie das funktioniert, man gibt da sein Passwort und seinen Usernamen ein und dann muss man hier auf OK, I'll authorize it drücken. So, damit habe ich das Ganze autorisiert, kann jetzt hier das Fenster wieder schließen, kann hier auf Konfigurieren drücken und habe jetzt die Möglichkeit, das Bild in einem nächsten Schritt einfach hochzuladen zu Flickr. Ja, so schaut der Standard-Export aus. Ich habe jetzt hier die Möglichkeit, kann es entweder ein neues Album anlegen oder ins Fotostream ganz normal reintun. Kann einen Namen festlegen für das Album, kann es für meine Freunde, für bestimmte Leute freigeben und kann jetzt hier die Größe auch nur bedingt verändern. Wie wir sehen, ich müsste da sonst was kaufen. Ja, was mache ich natürlich? Ich nehme nicht das, was mir Apple von Anfang an in Aperture aufs Auge gedrückt hat, sondern ich suche mir eine sehr, sehr gute Alternative. Die sehr, sehr gute Alternative heißt Flickr Plugin, ist jetzt derzeit in der Version 4 erhältlich und alles das, was ich tun muss, ist, ich wähle die Fotos aus, die ich uploaden will. Ich nehme jetzt einfach das und das. Kurz zu sagen, von der Firma Connected Flow. Ja, vielen Dank, Basti. Von der Firma Connected, ich nehme jetzt hier die zwei Fotos, kann jetzt hier entweder einen Rechtsklick machen und dann auf Exportieren gehen und dann hier Flickr Export auswählen oder für die Leute, die nicht so rechtsklickaffin sind, klicken hier oben auf Ablage, Exportieren, Flickr Export. Ja, bis jetzt sieht es noch nicht so viel anders aus. Jetzt sehe ich hier, ja, es ist eine Kaufversion, kostet, glaube ich, momentan 14 Dollar. Ich glaube, 20 Dollar kann es sein. Ja, wie auch immer. Wie auch immer. Kostet auf jeden Fall ein bisschen Geld. Ich benutze es jetzt zu Testzwecken unlizenziert und zeige euch schnell die Vorteile. Ein Riesenvorteil ist zum einen, ich muss mich nicht nur immer mit einem Account in meinem Aperture eingeloggt haben, sondern ich kann hier mehrere Accounts, mehrere Flickr-Accounts benutzen. Da könnt ihr schon sehen, irgendwer war zu dämlich, sich einen Account anzulegen, sondern hat sich aus den zwei Accounts angelegt und in verschiedene Accounts auch verschiedene Daten reingeladen. In den Mac-Schlingel soll ich es hochladen, hast du gesagt. Ich glaube, in den Mr. Schlingel. Dann Schlingel, don't ja. Gut, ich kann jetzt hier auswählen, in den Mr. Schlingel. Da sehe ich jetzt, muss gestehen, ich habe jetzt mit dem Plugin noch nicht so viel zu tun gehabt. Was ganz toll ist, ich habe ja keinen so einen Pro-Account, habe also eine bestimmte Menge an Bandbreite, die ich da hochladen kann. Und da oben sehe ich direkt, wie viel Bandbreite ich diesen Monat schon verbraucht habe. Ja, super. Ja, ja. Großartig. Habe jetzt hier den ersten Reiter, ist unterteilt in vier verschiedenen Gruppen, habe hier die Fotos, die ich hochladen möchte. Kann jetzt hier wieder einen Titel angeben, nenne das jetzt hier einfach in ein Trachten-Shooting, warum auch immer. Kann jetzt hier noch eine Description eingeben. Hätte ich jetzt hier eine Location, wo die Fotos hergenommen wurden, ja, die nehmen beide danach in die gleiche Gruppe rein, kann ich hier noch die Location eingeben. Normalerweise wird sie automatisch erkannt, wie wir hier sehen. Aber es ist halt in dem Fall kein GPS-Track drin. Genau, kein drin. Und kann dann hier sagen, ja, ich möchte ein neues Fotoset mit diesen Fotos. Kann jetzt hier die Daten für das Fotoset eingeben. Hier Trachten, Shooting. Ist ja, bis jetzt ist es noch nicht so viel anders wie das, was wir ursprünglich vorgesehen haben und könnt jetzt hier direkt eigentlich auf das uploaden. Das Schöne an der Sache ist aber, dass ich
dass ich bei dem normalen Flickr-Export von Aperture die Fotos vorher in Aperture benannt haben muss, damit sie einen Titel bei Flickr bekommen. Hier ist es nicht so. Genau. Hier kann ich wirklich hier jetzt hier jedes Foto individuell benamsen. Ich kann ihm eigene Beschreibungen geben. Und das finde ich persönlich schon echt toll. So, das nächste, was noch, wir gehen einfach oben diesen Reiter durch. Ich kann jetzt hier Groups. Groups hat den großen Vorteil, ich habe die Möglichkeit hier, natürlich, es gibt jetzt hier eine Gruppe, die heißt Happy Shooting Klostergeister. Es gäbe jetzt im Zweifelfall noch 5 andere Gruppen. Und ich möchte natürlich, dass diese Fotos für alle Gruppen zugänglich sind, kann ich dann direkt hier Häkchen setzen und diese Person, also in diesen Gruppen werden die Fotos dann auch gepostet. Genau das gleiche gilt auch für Fotosets. Es gibt jetzt hier noch kein Fotoset. Ich kann also hier nicht nur in ein Fotoset die Bilder hochladen, sondern im Zweifelsfall habe ich ein Fotoset All Shootings 2011 und noch ein Shooting, was weiß ich, März, und dann möchte ich sie da drin haben und dann heißt es spezielle Shooting, was weiß ich, Katja und Tino. Und so habe ich die Möglichkeit natürlich also die Fotos in verschiedene Fotosets hochzuladen, ohne das jedes Mal einzeln machen zu müssen. Wenn das jetzt alles ein bisschen verwirrt, wir werden Flickr nochmal im Detail zeigen. Wer sich schon mit Flickr auskennt, der ist da jetzt ganz glücklich, und wer dann sagt, das habe ich noch nicht ganz kapiert, der wartet noch ein bisschen. Das zeigen wir euch noch in der kommenden Sendung. Das letzte ist der Control Panel. Hier kann ich auswählen, für wen diese Bilder zugänglich sind. Ich kann sie public oder private stellen und kann dann sagen, hier nur für Freunde oder auch für Familie. Ich kann sie direkt aus Public Areas, aus öffentlich zugänglichen Arealen herausnehmen, und ich habe die unglaubliche Möglichkeit, die Fotos hier direkt schützen zu lassen, und ich habe die Möglichkeit, verschiedene Lizenzen direkt die Bilder anzugeben. Das ist eins der besonderen Merkmale, die es nur bei Flickr gibt, meines Wissens. Das hat weder Facebook oder alle anderen haben es eben nicht. Man kann hier die Bilder zum einen nach verschiedenen Lizenzen freigeben. Und man hat die Möglichkeit auch zu sagen, ich möchte, dass diese Bilder sind mein Eigentum, also ich bin der Einzige, der diese Bilder finanziell verwenden darf, und kann hier All Rights Reserved machen, und damit kann ich im Zweifelfall auch Geld generieren, wenn sich die Leute meine Bilder klauen. Genau, auf jeden Fall habe ich... Das sagt euch der angehende Anwalt. So, genau. Ja, leider ist hier das Fenster ein bisschen klein. Gibt es einen Shortcut, wie man Dock ausblendet? Zur Not mache ich einfach hier Dock ausblenden. Habe jetzt hier die Möglichkeit, natürlich noch eine Größe festzulegen, in welcher Größe ich die Bilder hochladen will. 50% der Originalgröße ist meistens gut. Und dann... Mach doch gleich noch das Häkchen Open Flickr when Export is complete, dann sehen wir es nachher gleich. Genau. So, jetzt müsste ich nur hier... Eigentlich gibt es hier noch einen Knopf. Das ist natürlich besonders gut, dass die Auflösung so groß ist. Ich drücke einfach mal Enter, so wie es im Zweifelfall immer geht. Wir sehen hier exportieren, jetzt wird es exportiert, wird direkt hochgeladen, und wenn die Bilder dann fertig bereitgestellt sind, müsste sich für uns der Browser öffnen. An der Stelle empfehlen wir euch, wenn ihr das Plugin benutzen wollt und ihr habt eine Auflösung von 1280x720, dann kauft euch das Plugin nicht. Oder einen größeren Monitor. Wenn ihr noch einen iMac G3 habt. Zum Beispiel. So, das war natürlich schade. Gehen wir mal go back and try again. Geht doch einfach mal wir haben natürlich in den falschen... Sei noch mal aus, bitte. Und seien uns wieder. Ich habe mich natürlich vorhin in den anderen Account noch mal eingeloggt. Und jetzt halt Login as a different user, please. Sign in. Ja, das ist natürlich das, weil hier unsere Flickr-Sekretärin da leider einen Fehler gemacht hat. Ja, das werden wir gleich feuern. So geht es nämlich nicht. Also normalerweise würden da direkt jetzt die sehen Fotos wir hier kommen. Unseren Fotostream. Genau. Hier haben wir die Fotos, sind direkt hochgeladen. Hier ist das eine Foto, genau. Hier ist noch kein Titel eingefügt. Jetzt können wir noch, das eine ist wahrscheinlich älter. Kein angegeben, genau. Und hier können wir sehen, Drachenshooting hat alles übernommen. Und wir sehen es auch rechts, da ist jetzt das Fotoset Drachenshooting angelegt worden. Eins wird da unten, genau. Genau, das Album. Ja. Klick mal rein. Kann die Fotos sehen. Da sind jetzt nur zwei drin, aber ja, wir haben ja nicht hochgeladen. Genau. Und ihr seht schon, die ganzen Daten sind drin. Und da wäre jetzt zum Beispiel auch an der Stelle hier drüben, ist ja toll, dass ich die Maus bewegen kann. An der Stelle hier drüben würde man nachher auch die Karte sehen, die wir vorhin schon eingegeben hätten. Ja. So, jetzt noch einmal kurz zurück zum Bearbeiten von Bildern, um den Bogen zu Aperture wieder zu schließen. Wir haben jetzt hier also ein Bild, und wir haben hier die ganzen Regler schon gesehen. Ihr habt vorhin ein bisschen gesehen, was man damit machen kann. Ähm, ich,
Ich denke, es ist nicht so wahnsinnig sinnvoll, da jetzt extrem in die Tiefe zu gehen. Wir können hier ein bisschen mit der Belichtung spielen. Wir können nochmal den Command-Trick zeigen, den wir beim Bitmapping schon mal gezeigt haben. Das ist immer gut. Ich übergebe mich gerade mal. Kommst du besser hin? Es gibt einen super Trick hier, wenn man Belichtungshelligkeiten, also verschiedene Areas haben möchte, kann man hier den Command-Taste drücken und währenddessen die linke Maustaste gedrückt halten. Dann werden hier die verschiedenen Helligkeits Szenarien besser dargestellt. Ich kann jetzt hier zum Beispiel, möchte hier, also alles, was jetzt hell gezeigt wird, ist sozusagen überbelichtet, genau, also ist kaum noch zu erkennen. Jetzt kann ich hier natürlich ein bisschen was rausnehmen, sage ich möchte hier im Endeffekt mehr Details, sind natürlich hier, sind tatsächlich Aufhellungen. Und das kann man natürlich wollen, das ist jetzt euch überlassen. Funktioniert mit allen Reglern, ich kann das Bild natürlich jetzt hier ein bisschen, im Endeffekt den großen Vorteil, den ich halt habe, ich bekomme halt einfach mehr Informationen zurück, genau das gleiche hier, alles was jetzt schwarz wird, da ich hier den Schwarzpunkt regle, ist im Endeffekt ohne Detail. Also ich kann natürlich jetzt hier das ein bisschen härter machen, das Bild, man erkennt es spätestens dann, wenn ich Helligkeit Helligkeit hochregle, sieht man, dass an meiner Weste sich nichts mehr ändert. Ja. Also ich kann hier Helligkeit nehmen, so viel wie ich will. Es wird trotzdem hier nicht mehr heller, weil ich gesagt habe, ich möchte es ganz schwarz haben. Und so habe ich natürlich ein relativ gutes Gefühl dafür, wie viele Details ich aus dem Bild bereits rausgenommen habe. Es ist natürlich völlig überbelichtet, aber ich kann jetzt hier wieder zurückgehen. Und schon sehen wir noch ein bisschen was von deiner Westentasche. Jetzt gehen wir nochmal kurz an die Pinsel zurück. Das ist was Aperture sehr viel besser kann als Lightroom. Ich kann jeden Quark dahin pinseln. Ich kann also sagen, ich möchte jetzt, was haben wir denn so für tolle Pinsel? Wir können zum Beispiel sagen, wir wollen jetzt hier Sepia-Farbtöne als das war natürlich völliger Schwachsinn, weil ich habe natürlich nicht den Pinsel genommen. Quickbrush, Entschuldigung. Also angenommen, wir wollen sagen, wir wollen jetzt genau einen Punkt, da wollen wir den Kontrast verstärken und das wäre jetzt zum Beispiel diese Fahne hier an der Seite, diese Fahne, ich glaube, das sind Fahne, nee, das ist ein Efeu. Wir wollen den Efeu ein bisschen verstärken. Dieses Gras. Das heißt, ich kann da jetzt einfach ein bisschen drüber malen. Da bietet sich so ein Vakuum, bietet sich hier an. Das heißt, ich male da jetzt mal so ein bisschen drüber und dann wird jetzt der Kontrast verstärkt. In dem Fall sieht es natürlich ein bisschen merkwürdig aus. Ich habe aber jetzt nachträglich auch noch die Möglichkeit zu sagen, wie intensiv soll das denn sein? Ich mache das jetzt ein bisschen weicher noch. Warte. Dass hier der Übergang nicht so hart ist. So. Hat sich voll rentiert. Und ich möchte nicht, dass das nicht so intensiv ist. Und dann kann ich halt zum Beispiel an einer anderen Stelle noch sagen, ich möchte hier zum Beispiel, ein bisschen was abdunkeln, nachbelichten, dass es wieder, da wird es dunkler, das ist für den heutigen User ein bisschen merkwürdig, aber für den, der sich früher mit Filmen ausgekannt hat, für den macht es das Sinn, dass wenn man auf etwas mehr Licht gibt, auf das Negativ mehr Licht gibt, dass das dunkler wird. Hier seht ihr jetzt, ich mal ein bisschen hier an diesem Puffärmelchen rum, das kommt natürlich nicht aus dem Puff, sondern das ist einfach, das heißt einfach so. Genau, ich male da jetzt ein bisschen rum und dann seht ihr, da kommen wieder ein bisschen mehr Details zurück, die vorher einfach ganz weiß waren. Das kann ich jetzt hier noch zum Beispiel am Arm machen. Sieht jetzt so aus, als hätte ich hier Schweißflecken hingemalt. Das sieht ein bisschen so aus, als wäre sie in der Sonne gewesen. Ja. Das muss man bei allen machen. Genau, das könnte man. In Wirklichkeit sind die Models nämlich gar nie gebräunt, sondern sie werden nur nachher ordentlich angemalt. Genau, man kann jetzt echt viel, man kann echt viel damit machen. Wenn man sich halt ein bisschen Mühe gibt und ein bisschen Zeit rein investiert, da kann man dann aus einem im Zweifel auf dem Kameradisplay langweilig aussehenden Foto doch sehr viel rausholen. Ja. Das würde ich sagen, schließen wir damit den Kreis zu Aperture. Ja, mir ist auch schon ganz schön warm. Ja, mir auch. Aber das liegt natürlich daran, dass wir so heiße Themen hier abhandeln. Natürlich. Ja, so viel zu Aperture. Was kostet denn Aperture? Ah ja, was kostet Aperture? Aperture gibt es natürlich auch nicht umsonst. Schade, schade. Kostet momentan, ist dauerreduziert im App Store. Kostet 62,99 Euro. Sollte es das noch im Laden geben und ihr kauft es im Laden, seid ihr selber blöd. Ja, kann man so stehen lassen. Da kostet einfach 200 Euro. Und wie gesagt, App Store 62,99. Genau, 62,99. Ist für das, was es leistet, sehr, sehr gut. Vielleicht noch eine kleine Kritik. Wenn man mit großen Dateien arbeitet, wie es im Zweifelfall bei RAW-Dateien oftmals ist, wirkt Aperture, wenn man länger damit arbeitet, eher etwas träge. Aber wir haben noch nicht ganz rausgefunden, ob das tatsächlich an Aperture liegt oder an den großen RAW-Dateien. Aber wir vermuten,
dass es an Aperture liegt. Also die RAW-Dateien haben natürlich da einen Beitrag dazu. Es ist ganz klar, wenn ich an der RAW-Datei rummale und da den Kontrast verstärke, muss er jedes Mal, wenn ich da einen neuen Pinselstrich mache, diese RAW-Datei neu interpretieren. Und das dauert einfach. Aperture ist allerdings, so wie es bisher aussieht, wohl etwas langsamer als Lightroom. Aperture fühlt sich ein bisschen mehr Mac-like an. Und wem diese Pinsel gut gefallen, der ist im Zweifel mit Aperture besser bedient. Schaut euch die nächste Sendung an, guckt euch an, ob das besser ist, besser funktioniert mit Lightroom oder nicht, oder für euch besser funktioniert. Das muss jeder selbst entscheiden. Und nochmal was am Schluss, Ein großer Vorteil hat Aperture allerdings gegenüber Lightroom, das müssen wir jetzt hier auch nochmal ganz klar sagen. Dadurch, dass es von Apple ist, ist natürlich die Integration mit allen iDevices wesentlich besser. Man hat eine direkte Anbindung an iTunes, das heißt, ich kann meine Bilder, zum ersten alle meine Fotosets, alle meine Faces, also alle meine Gesichter, die ich erkannt habe, alles in der bekannten Einstellung mit meinen iDevices, also mit iPhone, iPad, iPod Touch, kann ich sie teilen, also weitergeben. Ohne dass ich sie extra exportieren muss. Keinen weiteren Zwischenschritt ist nötig, das macht für mich iTunes bzw. Aperture automatisch. Was wir natürlich vergessen haben, extra anzumerken, wie bei iPhoto auch, hat Aperture Places und Faces, funktioniert genauso. Das hat Lightroom zum Beispiel auch nicht. Wenn ihr noch mehr zum Thema Fotografie im Allgemeinen erfahren wollt, sind wir vielleicht jetzt nicht der richtige Ansprechpartner, weil wir sind ja kein Fotopodcast. Also das ist zumindest nicht unser Hauptdeal. Ich glaube, das habe ich letzte Sendung schon mal gesagt, wer ein bisschen mehr zum Thema Fotografie im Allgemeinen erfahren will, also wie funktioniert die Kamera, was bedeutet Blende 3.8, wie mache ich die schön, dass die Fotos schön aussehen und brauche ich dazu ein längeres Objektiv, dann schaut euch doch hört euch mal Podcasts an, wie zum Beispiel Happy Shooting, Monis Motivklingel, Videopodcast, Freunde, zum Beispiel schauen Sie mal Blende 8 zum Beispiel an. Wer gerne englische Fotopodcasts hört, im Twit-Network gibt es auch ein oder zwei, mostly Lisa halt. Ja, mostly Lisa. Mostly Foto oder irgend sowas. Lisa Bethany. Ich hab's schon wieder vergessen. Gibt's auch, also es gibt viele Fotopodcasts da draußen. Das sind jetzt mal unsere Empfehlungen. Guckt mal rein. Rentiert sich, und wenn ihr ein bisschen was über den geekigen Kram dahinter erfahren wollt, dann bleibt die nächsten Sendungen auf jeden Fall mal dran. Ja. Wir möchten uns nochmal zum Abschluss ganz herzlich bedanken bei Smile Software, die uns Zum Smilen bringen und zum anderen hier mit kleinen Geldgaben unterstützen. Und deswegen kauft ihr natürlich alle Produkte von Smile Software. Da geht ihr auf smilesoftware.com/digital. Also vielen Dank an euch, Jungs, Mädels. Ganz, ganz großartig. Und ja. Ja, das war's. Wir sind Digital Upgrade und ihr wurdet abgegradet. Olle! Oberlippenbart, haben wir 6 Stunden gedreht, glaube ich. Wie lange war die so? Also wie lange ist sie bisher, die Sendung? Alter Schwede. Ja, ich habe mir schon gedacht, dass sie... Ja, wir haben so ein bisschen viel gelabert, ja. Ja, passiert. Ja, dann muss die Lightroom-Sendung halt ein bisschen kürzer werden, will ich jetzt mal sagen. Ja, wenn ihr euch fragt, mit wem reden wir hier, die ihr nicht hören könnt, wir schon. Das ist nicht die Stimme in unserem Kopf. Auch nicht die Magnum Revival Oberlippen-Tolle, die ich hier trage, mit der ich mich unterhalte. Die Schweißfrisur, die ich unter meinem Cowboy-Hut angesammelt habe. Nein, wir haben heute hier volles Haus im Digital Upgrade Studio. Woohoo, laute Leute sind da. Und zwar haben wir hier, wen haben wir alles? Den Fabio. Den Gerrit. Und? Den Andi. Yeah! Genau. Den habt ihr natürlich nicht gesehen, die aber Twitter-Namen müsst ihr müsst es einfach mal glauben. Im Abspann gesehen. Ich versuch's nochmal. Mein Account ist der Fabio auf Twitter. Der Gemascheck ist der Gerrit. Und der AH8982 ist der Andi. Der war auch schon mal da, der Fabio war auch schon mal da und der Gerrit war auch schon mal da. Also sehen wir mal echte Fanbase jetzt. Ja. Aber, oder halt Leute, die einfach an einem Samstagnachmittag nichts Blöderes zu haben, als zwei Clowns beim Oberlippenbad tragen zuzuschauen. Ja, das war's. Auf Wiedersehen. Vielen Dank. Tschüss. Nein, du musst auf den Record-Knopf drücken.